Guten Morgen Leute und damit auch herzlich willkommen zu meinem zweiten Vlog. Wir haben es jetzt 5.50 Uhr, in 20 Minuten fährt circa mein Zug. Und deswegen heißt es jetzt langsam mal aufstehen. So Leute, ich habe mich jetzt auch schon fertig gemacht, komplett. Und ich muss jetzt wirklich nur noch meinen Rucksack aufhuckeln und dann mache ich auch schon los in die Berufsschule. Heißt für mich circa 3 Minuten zum Zug laufen, eine halbe Stunde Zugfahrt. Und danach so ca. 10 Minuten zur Berufsschule laufen. Ich denke mal, ich werde da nicht in der Berufsschule so viel aufnehmen. Ich denke, das versteht sich auch warum. Ich kann höchstens so ein bisschen was vom Weg aufnehmen, aber mal schauen. Ich starte jetzt einfach mal in den Tag. By the way, Leute, schaut mal, was ich mir für 3 Euro gekauft habe. Ein echtes Schnäppchen, oder? Ups. Ja, ihr habt richtig gesehen. 4 davon habe ich schon gegessen. By the way, Leute, Happy Nikolaus. Es ist ja bei euch schon vorbei. Macht doch Weihnachtsmusik in die Videos. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 bells. Leute, im Bahnhof war richtig viel Verkehr, was ist da los? 3000 Jahre später. Okay Leute, ich wollte gerade mit dem Bus nach Hause fahren. Eigentlich fährt er fast bis vor meine Haustür, aber irgendwie fährt der heute anders. Auf jeden Fall hat der Busfahrer irgendwann mal gesagt, alle die dort und dorthin wollen, die müssen jetzt aussteigen. Das hat mich betroffen und jetzt muss ich erstmal eine halbe Stunde bis in den Nachbarort laufen. Also keine Ahnung, was da abgeht. So Leute, ich bin jetzt endlich zu Hause. Ich war außerdem kurz nach der Schule gleich noch beim Arzt, weil ich in den letzten Tagen ein bisschen mit dem Magen Probleme hatte. Und das rausgekommen, dass ich halt so eine Art Magenvirus habe, der zurzeit ziemlich rumgeht. Mir geht es aber relativ gut, deswegen denke ich mal, dass ich morgen normal in die Berufsschule gehen werde. Ich habe aber auf Twitter vor allem viel gelesen, dass diesen Magenvirus ziemlich viele Leute haben, beziehungsweise Magen-Darm-Virus, wie auch immer, Infekt, wie man es auch immer nennt. Deswegen an alle, die es irgendwie ein bisschen schlimmer getroffen hat, wünsche ich auf jeden Fall gute Besserung. Ich habe mir in diesem Vlog heute noch vorgenommen, ein kleines Thema anzusprechen. Und zwar geht es darum, wie leicht sich die Zuschauer von manchen großen YouTubern beeinflussen lassen. Und zwar hat mich das Thema sonst gar nicht interessiert, aber es ist uns ja selbst widerfahren und darüber möchte ich mal ganz kurz mit euch reden. Wie vielleicht alle von euch wissen, waren wir zweimal im Ungespielt-Stream drin, deswegen haben wir auch so einen Push bekommen. Beim ersten Stream hat Unge gesagt, dass er unser Video nicht so gut findet. Und hier ein kleiner Ausschnitt davon. Nee, sorry, Alter, das ist echt, also sorry, Jungs. Ich habe mal reingeschaut, aber das ist... Es ist genauso ein Trash, wie ApoRed halt auch produziert. Daraufhin haben wir eine ziemliche Hate-Welle bekommen auf das Video. Also das Video hatte dann nach ein paar Tagen auf jeden Fall mehr Dislikes als Likes. Also es hat auch viele Likes bekommen, aber auch sehr, sehr viele Dislikes. Einfach weil Unge gesagt hat, das Video war totaler Müll. Natürlich waren da bestimmt auch viele Leute dabei, die das Video wirklich nicht gut fanden und deswegen Dislike gegeben haben. Aber in den Kommentaren hatten wir null konstruktive Kritik, sondern nur sowas wie, naja, was halt Unge auch kommentiert hat. Also eigentlich wirklich nur totaler Stuss, der da in den Kommentaren stand. Beim zweiten Mal fand Unge unser Video sehr, sehr gut. Alter, das Video, damit habt ihr alles, was ihr da vorher
langweilig gemacht habt, wieder richtig geil umgesetzt. Ja. Mega. Das gibt von mir einen Daumen nach oben. Daraufhin haben wir auch erst den Abo-Push bekommen. Also wir hatten nach dem ersten Livestream gerade mal 60 Abonnenten, also ungefähr so 50 Abonnenten dazu bekommen. Nach dem zweiten Livestream hatten wir plötzlich 3000 Abonnenten. Und erst dann, als Unge gesagt hat, unser Video ist sehr, sehr gut, wurde natürlich das Video, also dieses Video über Unge, was wir gemacht haben, sehr, sehr gut bewertet. Und dann wurde auch das Video Abo Red verbrennt unser Dorf, also was sehr, sehr schlecht erst bewertet wurde, richtig positiv bewertet. Also plötzlich waren auf dem Video mehr Likes als Dislikes. Und ich finde halt richtig schade, dass man daran merkt, wie einfach sich Zuschauer von größeren YouTubern beeinflussen lassen. Ich muss sagen, ich finde das wirklich nicht gut, weil irgendwie kann sich doch jeder seine eigene Meinung bilden und nicht auf größere YouTuber hören. Auch wenn ihr Meinungs-YouTuber anschaut, reicht es nicht einfach zu sagen, seine Meinung ist vollkommen richtig, einfach das so zu sagen, einfach hinzunehmen. Sondern man muss dann auch mal irgendwas hinterfragen, sich selber darüber ein bisschen mehr informieren und sich dann wirklich eine komplett eigene Meinung bilden. Ich muss sagen, ich war da schon ziemlich enttäuscht. Ist natürlich cool, dass wir dann so einen Abo-Push bekommen haben. Aber mir ging es eigentlich wirklich darum, wie einfach sich die Zuschauer von der Meinung von Unge beeinflussen lassen haben. Das total Falscheste, was ihr aber machen könnt, euch erst eure eigene Meinung bilden und danach informieren oder gar nicht informieren. Weil eine Meinung bilden, ohne sich darüber zu informieren, das ist noch falscher, als sich eine Meinung von irgendwoher zu übernehmen. Wie gesagt, ich wollte es einfach nochmal angesprochen zu haben. Wenn ihr auch eine Meinung dazu habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und vielleicht könnt ihr auch mal ehrlich sein, wenn ihr euch nur durch die Meinung von Unge beeinflussen lassen habt. Ich habe ja im letzten Vlog gesagt, ihr sollt mir ordentlich Fragen stellen, sodass ich die beantworten kann. Das werde ich aber erst im nächsten Vlog machen, weil ich jetzt einfach nicht so viel Zeit habe. So, liebe Leute, das war's dann auch schon mit diesem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Dann in 2 Tagen kommt der Vlog vom Nick natürlich. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche und liebe Leute, haut rein, ciao!